Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu World of Warcraft Mists of Pandaria im Pandaschan Launcher, nicht die offizielle Version. Hier ist natürlich DG, was ein Wunder ist wegen WoW. Zu der Geschichte kommen wir gleich. Hier mit mir der mich bekehrende Ragekill LP. Jojo. Ja, er und mein bester Freund haben mich zu WoW bekehrt. Ich habe es ein Wochenende lang probiert und dann blieb es nicht bei dem Wochenende. Es wurden mehr. Viele Wochenenden. Ach, guck mal, ich nehme den Blau. Wir nehmen Orks und Horde. Zwar hatten wir gerade schon eine aufgenommen mit Worgen, aber die hat nicht funktioniert. Beziehungsweise funktioniert schon. Gab aber andere Gründe, warum diese nicht hochgeladen werden konnten. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall machen wir jetzt dann doch Horde, weil wir uns das aufgefallen haben. Wir können euch nämlich einen Trick zeigen. Den werden wir euch gleich auch sofort im Let's Play zeigen. Die Folge oder nach die Folge, müssen wir gucken. Ja, diese oder nächste Folge. Und zwar, für die, die es nicht wissen, wir spielen auf dem Pandaschan Launcher beim Server Hellscream. Ist ein spanischer Server zwar. Wir haben da aber einen kleinen Trick gefunden. Und zwar, wie man trotz Level 1 an über 200 Gold kommt. Und den kann ich euch hier einmal zeigen dann. Oder wir zeigen euch den. Beziehungsweise eher ich, weil der gute Herr Ragekill ja immer noch nicht aufnehmen kann. Nämlich die lila Haare. Ich bin immer noch immer Stellmode. Ja, ich nehme lila Haare. Ich weiß nicht warum, Leute, aber wir nehmen jetzt lila Haare. Bärte. Was kommt mir denn am gerechtesten? Ja, irgendwas langes, kinnbärtiges. Ich weiß nicht. Nehmen wir. Taure. Ein bisschen. Demnächst, also das heißt demnächst, ab Januar. Wird es auch eine Facecam geben, dann ist das Übel da, dann habt ihr verloren. Müsst ihr dann durch. So, ich mache einen Hexenmeister. Einfach nur, weil die fucking strong sind auf diesem Server. Ich weiß nicht, wie es im Generell ist. Ich denke nicht, dass man auf einem originalen Server mit seinem Pet One-Headset. Die Dinger sind auf jeden Fall sehr imber. Beziehungsweise, nicht imber, was ist. Na Quatsch, was laber ich mir für Scheiß? Over. OP, genau. Ich war jetzt total verwirrt. Kennt man nicht anders von mir, also Cheerio. Ja, ich war jetzt knapp einen Monat weg oder zwei. Zwei, glaube ich sogar. Lag daran, dass meine Tochter im September geboren wurde. Und ich deswegen nämlich nicht aufnehmen konnte, weil ein schreiendes Kind im Hintergrund ist schlecht. Aber wir hören uns jetzt erstmal die Geschichte der Oger an. Wenn es nicht zu leise ist, ich hoffe. Ja, es ist halt daran, die Herrschaft der Orks zu sichern. Ich hoffe, das war laut genug. Wenn nicht, ich hatte nämlich eigentlich WoW immer recht leise. Ich mach mal eben den Sound ein bisschen höher, liebe Leute. Muss sowieso im Interface rumspielen eben. Das dauert jetzt eine kleine Weile. Machen wir Sounds. Ich hatte nämlich Sounds, wie ihr seht, zwar aktiviert, aber auf nur 10% Gesamtlautstärke. Nehmen wir mal 24. Ich denke, das sollte besser sein. Hat er das jetzt auch gemacht? Warte mal. Ja, Umgebung kann ruhig ein bisschen lauter sein. Musik ist okay so. Ja, werden wir sehen. Das machen wir noch Interface. Und zwar machen wir einmal Umhang aus, weil wir holen uns nachher auch in unsere Gilde. Dazu kommen wir gleich. Und die Aktionsleiste muss noch gemacht werden. So, erstmal zur Gilde. Unsere Gilde ist, wie gesagt, auf dem Hellscream Server und zwar vom Pandaschan Launcher. Ich kann das ja vielleicht auch in die Beschreibung machen, also den Pandaschan Launcher oder zumindest den Link dazu, wie man runtergeht. Das macht ihr dann selbst, da habe ich nichts mehr zu tun und wir sehen sogar gleich aus, so ziemlich kann das sein. Fällt mir gerade mal auf,
Frisur auf jeden Fall. Bart anders, ein bisschen anders. Nee, Bartanas. Ja. So, wie Wir gesagt, gehen das. direkt zum Friseur, wenn fertig sind, wenn wir Ja. in OG sind. So, das kann ich euch dann, wie gesagt, gerne auch in die Dings tun. Und dann. Ja. Könnt ihr uns kontaktieren oder zumindest mich kontaktieren? Und zwar wegen Gildenanfrage, genau, darauf wollte ich hinaus. German Street Elite, es ist ein spanischer Server. Wir haben aber eine deutsche Gilde gegründet mit meinem besten Freund zusammen und Rage Kid ist auch am Start natürlich. Könnt ihr suchen beim Hellscream Server German Street Elite. Und ist aber eine ganz neue Gilde, also Rang 1. Keiner von unseren Chars ist auf Level 90. Das heißt, es ist eine Anfängergilde. Wer trotzdem Bock hat und sich nicht abschrecken lässt, kann gerne in die Gilde kommen. So, ich nehme mal hier mal die Quest jetzt an. Dann können wir endlich questen. Kann man direkt sogar abgeben hier. So. Ich nehme die anderen auch mal eben fix an, ne? Ja. Zack. Leider, der Server ist ziemlich lagfrei, liebe Leute. Lag zwar ein bisschen, aber nicht so extrem wie andere Server, die wir hier hatten schon. Drei haben wir jetzt, ne? Genau, drei Stück sind das Gut. dann. Dann kommen wir nach. Ja. Gottes Willen, machen wir es da weit hinten. Egal. Ja, wie gesagt, es ist relativ lagfrei. Das Einzige, was es sind einige Quests sind buggy. Heißt, diesen Teil kann man nicht machen, aber wir werden Das wissen wir sowieso. meistens. Naja. Wir Wo war werden dein aber Vieh? sowieso gegen Januar, zumindest ich dann schon mal, auf den Office-Server überspringen. Das wird Let's Play wird dann sehr wahrscheinlich dann erstmal ohne Rage Kill sein, weil ich weiß nicht, ob du im Januar schon auf Office-Server überspringen kannst. Ich denke nicht, Weiß ne? Bitte? ich nicht. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Man sieht wieder, die Hexmeister hier sind sehr OP. Ihr seht's, ich gehe hin mit meinem Wichtel, mach einen Angriff und direkt Insta-Death. Genau deswegen, ganz ehrlich gesagt, wollte ich auch Dings haben. Wir haben schon 5 und 5, ne? Jo, sehe ich auch gerade. Ja. Ich sage, mein Vieh hat wieder gewonnen-hittet. Leder kann ich nicht tragen. So. Ja, wir werden dann auf den Office-Server gehen. Zumindest wir Hübschen und ich. Also, ihr Zuschauer und ich. Rage Kill müssen wir dann gucken, ob wir den auch direkt mitnehmen können. Ansonsten mache ich von dort an dann erstmal alleine und er kann ja dann versuchen aufzuholen. Sollte nicht allzu schwer sein, wenn das nur so ein ungefähr so einen Monat dauert. Je nachdem, wie viele Folgen hochgeladen werden, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich plane mit einer Folge die Woche, denke aber, es könnten zwei die Woche werden. Weil das ist ein Projekt, wo man auch, so wie Minecraft, wo ich richtig Bock habe. Vielleicht werde ich auch gucken, dass ich die meisten Projekte nachbeenden. Also nachdem ich die beendet habe, wie zum Beispiel Sims, läuft ja morgen, glaube ich, dann bei euch. Dass ich dann Sims dann wirklich nach der 12. Folge beende. Das ist ja sowieso staffelbedingt, das habe ich ja gesagt. Fertig. Ja, folgen. Das hatte ich euch aber schon. Ich weiß wohin. Wohin? Richtung Pfeil oben. Nach 1, nach Medaillon der brennende Klinge. Okay. Wir können aber auch erst abgeben, hier ist das Bums. Wir sind ja eh jetzt Nein, nein, schon. lass durch. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Du bist bei mir zum Beispiel gerade schon wieder die ganze Zeit mit der Hand am Bogen. Also das, wie gesagt, man sieht es hier ein bisschen, Lags. Lags. Aber es ist kein. Nee, das ist nicht wirklich ein Lag, weil Das ist ein Bug. es läuft ja flüssig eben. Das ist einfach nur ein Grafikbug. Was ist das? Ja, hast recht. Ja. Wir waren zuerst auf Morton. Da habe ich angefangen mit Cataclysm bei Morton. Aber ich hab auch mal versucht, bei Morton den Mist of Pandaria Server zu joinen, aber da kommt man nie drauf. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Glück hattet, in den Server reinzukommen, denn ich habe so oft versucht und ich bin immer in Warteschlange 800, hab da nicht gesehen. Und oh, Leute, ganz ehrlich, da habe ich keine Lust auf zu warten. Ich habe es einmal gemacht, ich habe, glaube ich, 4 Stunden gewartet. Hab bei 800 angefangen und war nach 4 Stunden dann bei 400 oder so. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Nee, kein Bock. Und deswegen sind wir wieder bei Panda-chan. Ist ja auch nicht verkehrt. Toad.
Und deswegen, wie gesagt, Padachan, ich tue euch die Internetseite von Padachan auf in die Beschreibung. Und ja, wie ist jetzt der Status hast du das irgendwie im Kopf mit Fireflies? Ist der raus jetzt oder? Ich habe keine Ahnung. Liebe Leute, ich denke, Fireflies werde ich nicht mehr in meiner Beschreibung tun. Der hat sich jetzt mit unseren Cousins zusammengetan. Die heißen jetzt die 44er oder so, keine Ahnung, so heißt die Channel. Hat sich halt mit. Ach, ich mach. Wir gehen nachher in unsere Gilde. Hat sich halt einen anderen Spielpartner gesucht oder Let's Play-Partner und ist auch okay. Also Fireflies ist raus, würde ich jetzt einfach sagen. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Weil er nimmt ja eh nicht mehr auf und lädt ja auch nichts mehr da hoch. Wahrscheinlich, ja. Du ja aktuell ja Ja, auch doch, aber da. groß. Ja, aber bei dem anderen Channel eben, deswegen ja. Bei unserem Channel würde ich sagen, ist er dann jetzt also bei uns ist er weg. Kann ja sein, dass er irgendwann nochmal zurückkommt, aber ich denke ja nicht. Bei dir ist ja auch momentan zwar keine Aufnahme, aber ich denke, das wird auch in naher Zukunft, wenn man Glück hat, auch demnächst mal wieder so sein. Das werden wir sehen. Muss man gucken. Aber du bist ja meistens bei meinen Projekten noch mit bei, also von daher. Also wie ihr seht, ich brauche groß nichts angreifen eigentlich. Ich sehe da eine Höhle. Ich will da mal rein. Du musst hier looten, du Vogel. Warum machst du das, Jan? Ich wollte nur gucken, was da innen, was da unten ist, drin ist. Ja, komm ihm der. Ich hoffe, du siehst ihn jetzt. Ich habe da nicht dran gedacht, dass man bei dir immer ein bisschen warten muss. Ja, Dann klar, 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 gut, klar. gut. Dann können wir jetzt in die Höhle Okay. gehen. War nichts drin, oder was? Doch, aber. Kannst folgen. In der Höhle unten drin, meine ich jetzt. Auf Nee, der und in der Hütte. Höhle ist nichts drin. Na, das meine ich doch. Sonst hätten wir Nee, mal nee, nee. runtertauchen können. Ja, mein bester Freund, der Benny, der wird vielleicht auch bald noch ins Let's Play mit dazustoßen, Zustoßen. genau. Wir werden ihn dann sagen, wie weit er sich leveln soll und dann wird er dann dabei sein. Vielleicht muss man da aber mal gucken. Ja, ab Januar, wie gesagt, werde ich ungefähr Januar werde ich den Office-Server dann joinen und werde gegebenenfalls auch mit einer Facecam am Start sein ab dann. Einfach nur, um euch zu quälen. Müsst ihr meine Hackfresse halt doch ertragen. Aber ich finde sowas ist irgendwie nochmal ein bisschen persönlicher, habe ich das Gefühl. Aber wie gesagt, Aufnahmen würde ich dich auch immer noch einladen, das hier zu tun, aber ich weiß nicht, was du da machen willst. Ist das Problem. Aber ich wüsste nicht, was du aufnehmen könntest, außer Minecraft. Oder ein eigenes Projekt, wie immer. Aber du atmest laut ins Mikro. Sorry. Ja. Das kann man ja noch so besprechen. Ob du noch Bock hast, vielleicht irgendwas zu machen. Wir können ja auch mal demnächst die Dings testen. Ich habe eine PlayStation 4, liebe Leute. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt in einem Video. Wir können ja gucken, ob das mit dem Dings funktioniert. Und dann kann man ja gucken, ob du vielleicht ein PS4-Spiel hast, was du spielen willst. Destiny zum Beispiel. Da könnten wir dann auch mal nachts bequatschen oder privat mal. Ja, das machen wir privat mal, deswegen sage ich ja. Wenn Nee, das ich hab nämlich. eigentlich einen anderen Vorschlag gehabt, aber ist okay. Ja, Machen wir es so dann. können wir gleich noch so bequatschen. Jo. Ich meine. Warte mal, ich glaube, wir brauchen noch gar nichts mehr annehmen. Ne. Sind ja schon Level 5. Lass mal alles abgeben. Dann werden wir im nächsten Part. Also noch haben wir. Oh, wir haben noch 7 Minuten. Vielleicht schaffen wir es noch bis OG. Es Ja, könnte ansonsten sein. sehen wir uns in Ogi wieder. Ja, ansonsten sehen wir uns gleich in OG wieder. Nein, ich möchte nicht annehmen. Jetzt hat er trotzdem zwei angenommen. Ist normal, macht er immer. Also haben wir noch zwei Quests, dann die können wir aber löschen. Oder sollen wir eine lassen, weil wir müssen nur mit einem sprechen. Ist Mal bei ganz kurz, einer ich wollte gerade sagen, Quest. Berichterstattung, glaube ich, lassen wir. Ja. Also Stich den Skorpion können wir wegmachen. Ich rüste uns da mal eben neu aus, weil wir haben ja. Ach, was will ich auf der Map? Ich will auf das hier. Jetzt habe ich zwei. Ah, ne, ist Hände und Handgelenk. Okay, alles klar, alles gut, Leute. Big Bad Daddy hat sich wieder vertan. Big Bad Daddy. DG, the Big Bad Daddy. Hat auch was. Gut. Wir können weiter dann. Ja, obwohl ich weiß nicht. Ja. Nee, die kannst du doch abbrechen, die brauchen wir gar nicht hin. Alles klar, warte. Das ist die Operation. Okay. zweite Trollstadt, wo du auch die Raptoren bekommst. Okay. Da brauchen wir nicht hin. Gut, Leute, dann gucken wir, ob wir es vielleicht noch nach OG schaffen. Haben wir noch 6 Minuten. Ich denke, bis dahin laufen wir nach OG und von da aus starten wir dann den neuen Part. Werden noch in der Taverne. Denke ich mal, dann unser Heim einrichten. Und dann würde ich sagen, starten wir mit neuen Dings. Musste sein, sorry.
Ja, wie gesagt, ich werde versuchen, die Tage dann mal meine PlayStation 4 mit meinem Aufnahmegerät kompatibel ist. Denn das habe ich noch gar nicht versucht. Die Xbox 360 war es ja komischerweise nicht, was ich bis heute nicht verstehe, warum. Als Stein ist. Nee, das Ding ist einfach, dass bei unserem Cousin hat es ja geklappt. Der hat ja die Xbox 360 und da lief es auch mit HDMI-Kabeln, nur bei meinem Gerät anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob ich es auch jetzt von der CD aus her hätte nochmal neu machen müssen, aber nun gut. Da muss ich halt doch versuchen, das per Dings laufen zu lassen. Per Ja. Kabel, falls ich das, also halt nochmal ein extra Kabel kaufen für die Xbox, aber davon mal ab, dass ich glaube ich keine Xbox 360-Projekte mehr starten werde. Dadurch, dass ich die PS4 habe. Vielleicht, ich bin das Einzige, was ich überlege, was ich noch machen könnte, worauf ich Bock hätte, ist Fable 3, aber dafür jetzt extra noch ein Kabel kaufen für ein Projekt, ich denke nicht. Ich denke, wir bleiben bei PC-Games erstmal. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich denke, wir werden bei PC-Games bleiben und ja. PlayStation 4 dann demnächst. Ja, ist natürlich jetzt blöd ohne Mounts. Ist immer so ein langes Gelatsche. Aber es sind ja nur noch ein paar Level bis zum Mount. Mounts habe ich übrigens schon einige. Kann ich euch ja gleich vielleicht auch mal zeigen. Im nächsten Part. Oder kann ich während wir aufnehmen tun. Sieht man hier, ich habe hier einen Kodo. Ich habe eine Drachenschildkröte. Und den Roboschreier. Schreiter. Schreier. Schreiter. Den Roboschreiter. Wovon Rage Killer besonders Fan von ist. Was bekommen eigentlich nochmal die Orks? Wölfe. Ah ja, genau, die möchte ich gerne auch haben. Auch den Dings haben wir gestern nicht geholt, die Blutelfen, die hätte ich auch gerne, das Mount. Drei Stück hast du nur. Wie meinst? Ich habe momentan nur drei, deswegen, ja. Okay. Weil ich hätte nämlich gerne noch den von den Blutelfen gleich gekauft, wenn wir es privat nochmal spielen sollten. Weiß nicht, wie es Ja, mit klar. deinem WWE ist. Ich bin bei 6. Ja. Ich bin dann bei 5, wenn wir das dann gleich gemacht haben. Ich habe Wobei jetzt ich epische. könnte auch 6, ich brauche auch noch Dings, ich brauche auch noch den, den wir mit Benny haben, Rolle, unsere ja, habe ich auch noch Trolle. nicht. Also ich muss noch Troll holen, Ork und Blutelf, die muss ich mir gleich noch holen. Und Was privat habe habe ich ich ja denn noch heute einen auch noch alle? Goblin. Ja, Auch ich schon. denke, OG schaffen wir heute nicht mehr, ne? Also in dem Part. Wir fliegen jetzt von hier aus los. Ah, okay. Gut, dann schaffen wir es doch noch, OG. 3 Minütchen haben wir noch. So. Ja, okay, wir schaffen es doch noch vielleicht nach OG. Ich denke, der Flug wird nicht allzu lange dauern, weil wir sind ja fast da. Und ja, normalerweise spielen wir immer Allianz. Da kennen wir uns auch ein bisschen besser mit den Questen aus. Aber ich denke, die ersten paar Teile des Let's Plays sollte man jetzt nicht unbedingt Probleme haben zu questen. Sollte man im Allgemeinen nicht haben, weil es immer die gleiche Vorgehensweise ist. Ja gut, das stimmt. Man muss nur halt wissen, wo man hinlaufen muss, ne? Richtig. Und da wir alle schlaue Kerlchen sind, haben wir uns bisher hier bei der Horde ganz gut durchgeschlagen. Denn wie gesagt, normalerweise spielen wir Allianz. Haben uns aber mal dann entschieden, mal was Neues zu machen, weil Allianz halt, dadurch, dass wir es immer spielen, die Quests sich halt ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur noch immer wiederholen. Und deswegen davon ab, dass ich in den letzten 2 Tagen die bis zu Level 20er oder 25er Quest mindestens 10 Mal gespielt habe jetzt. Das sind die Wölfe. Ja, genau, cool. So, jetzt kann ich euch oh, zeigen, was jetzt Das noch. dann Nein, ist nur noch eine so Minute, ist noch eine Minute. sagen. Sagen, machen wir jetzt den Part zu Ende. Ja. Und dann zeige ich euch im nächsten Part, wie ihr an über 200 Gold kommt. Und das auf Level 5. Also, liebe Leute, schaltet wieder ein. Wird informativ. Und ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Part bei World of Warcraft mit Rage Killer LP und mir.